So Leute, guckt's euch an. Geiler Scheiß. Sag mal, 86? Hat er. 86, 87. Sogar, ja. Die müssen wir genau messen. 86. 86 hat er. 86. Mach mal der Kopf nochmal aus. Warte, ich hab grad nasse Hände. Kannst du mal. Oh, ich nehme weg. Alter. Yo, baby. Unglaublich. Was für ein schönes Wasser. Man sieht es vielleicht ein bisschen mit Like-Ausschlag. Nichtsdestotrotz. Geil. Was für ein erfolgreiches Jahr bis jetzt. Geiles Tier. Eben eingestiegen. So gut, gute. Ja. Geil. Man hat mit einem Reifen noch einen Tumor, ne? 50 cm. Preisfrage. Was hat er gebissen? Ja. 55 cm. Meine erste Barbe gebissen nach weniger als ein. Ja, was für eine Kulisse, würde ich mal sagen. Ihr seht, wenn ihr es denn seht, Blätter sind nicht mehr so wirklich an den Bäumen im Hintergrund. Könnt ihr auch erkennen, wir befinden uns im tiefsten Herbst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Ihr seht, ich würde mein Hals ein bisschen am Wärmen. Also wir haben so ungefähr 10 Grad heute. Maximal 11, heute Abend dann so gegen 8, 9, also alles noch im Rahmen. Ist nicht richtig kalt, aber so wie es im Herbst eben ist, wir hatten ja in letzter Zeit lange genug eigentlich viel zu warme Temperaturen. Ja, ich melde mich zurück. In den letzten Videos war ja ein bisschen abkömmlich, aber wie wollen wir sagen, so ist das manchmal. Mal allein, mal zusammen, aber heute, so wie kann ich sagen, sind wir zusammen. Marco, der geistert hier hinten auch rum, er hat gerade seine Routen neu gemacht. Da ist grüß er. Gott, wenn ihr uns seht. Wie versprochen, am nächsten Tag sind wir hier. Ja, am nächsten Tag. Ich kenne, kenne den anderen Tag nicht. Also von daher lasse ich mich überraschen, was da denn auf mich zukommt. Beziehungsweise auch auf euch zukommt. Ja, wir sind wieder am Fluss, wie ihr seht. Ja, das ist unschwer zu erkennen. Ja, Marc und ich, wir unterhalten uns immer gerne vorm Angeln. Was machen wir? Wo gehen wir hin? Wie gehen wir vor? Ihr werdet es kennen. Man macht sich vorher immer sehr, sehr viele Gedanken. Ja, und dann ist immer so die Wahl zwischen Stillgewässer, Fließgewässer. Und da sind wir uns immer sehr, sehr einig bei dem Thema. Wir haben im Fluss einfach all das, was wir im Stillgewässer auch haben. Es gibt für uns keinen Fisch, der nur im Stillgewässer rumschwimmt, den wir im Fluss nicht haben. Mittlerweile haben wir ja auch eine Schleie, also mag eine Schleie fangen können im Fluss. Das war ein bisschen noch der Fisch, der fehlt, aber ansonsten ist einfach alles da. Und genau das ist auch so ein bisschen das Ziel für heute. Also bei mir, kennt ihr ja, sind es vor allem Friedfische. Wir haben beide eine Fiederrute draußen, wo wir natürlich schauen im Dammel, dass wir Brassen, Döbel, Barben, Karpfen in irgendeiner Art und Weise ans Band bekommen. Ich habe eine Rute draußen mit einem 20 mm Boilie, Marco noch eine Köderfischhose, also alles beim Alten. Never change the running system, wie wir so schön sagen. Ja, und dann werden wir mal gucken, dass wir euch noch ein bisschen die Montage noch zeigen. Und ja, euch wie immer so ein bisschen beim Angeltag mitnehmen. Es ist einfach herrlich, es ist wirklich schönes Herbstwetter. Zwar kein Wind, aber das macht es eben angenehm, ist nicht zu kalt. Mal gucken, ob es noch ein bisschen regnet. Hatten sie angesagt, aber haben sie jetzt wieder zurückgenommen. Ja, so wie erstmal dazu. Nach Routen sind alle scharf, alle im Wasser. Futterstellen sind so ein bisschen angelegt, also haben schon ein bisschen Futter an den Platz gebracht. Jetzt müssen nur die Fische mitspielen. Und dann hoffen wir, dass es beißt, ne? Und nicht so spät, ja, wie gestern bei dir. Ja, gut, dann komme ich auch nochmal ins Bild. Ja, wie ihr ja gesehen habt, ich darf noch nicht zu viel verraten, weil Robert kennt das alles noch nicht. Der weiß nicht, was, wie, wo gefangen wurde, also wo schon, aber was und wie groß und wie viel, so. Ja, er lässt sich alles noch so ein bisschen überraschen, also er kennt das alles noch nicht. Das ist halt das Gute, wenn man halt einen Kanal hat. Ich muss sehen, dass ich mich ein bisschen kurz fasse, ansonsten wird das recht viel Unterhaltung hier. Das ist halt das Gute, wenn man halt einen Kanal hat, wo man zu zweit ist und ja, dann kann man den einen oder anderen mal so ein bisschen, aber ich habe das Robert auch gesagt, der hat im Sommer Videos reingestellt mit Fischen, die ich dann erst im Video gesehen habe. Aber das ist halt auch der Spannungseffekt, das macht ja auch Spaß so und ihr seid dann diejenigen, die von profitieren, weil ihr seht das ja dann alles. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Gar nichts. Nee, Robert hat glaube ich alles gesagt, wie gesagt, Routen kennt er, Gewässer kennt er. Er hat gesagt, warum wir hier sind und warum nicht. Von daher, Petri hi, Petri ist geil und gucken wir mal, ob es mindestens genauso gut wie beim letzten Mal läuft. Thank you.
auch feiern. Dann wird wohl doch eine Barbe sein, wenn wir so weit hinten sind. So, nach längerem Warten war die Route mal wieder fast weg. Nee, weg war sie nicht, aber ich bleib dabei. Wenn er fiedert am Fluss, bleibt an euren Routen. Mir eine schöne Barbe gefangen. Oh mein Gott. So, 65. 66. 66 müsste, glaube ich, die bisher größte sein. Ist nicht die dickste. Die muss noch ein bisschen fressen vor dem Winter. Aber da haben wir sie. Schönes Tierchen. Einfach herrliche Fische. Geil. Entschneidert mit so einem Fisch. Kann man machen. Petri. Marco, willst du mal sagen? Nee. Petri. Geil. Petri. Geil. Und schnell zurück, weil die Fische sind sensibel. Ja, nachdem wir jetzt die schöne Barbe fangen konnten, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie es dazu gekommen ist. Mal was ganz anderes, also wir haben heute wirklich mal was komplett Neues versucht. Wir haben es quasi genauso gemacht wie immer. ja, so wie ihr es bei mir kennt, jetzt hänge ich erstmal, jetzt nicht mehr. Also Marco und ich, wir machen das ja relativ ähnlich, bloß dass ich halt eine Heavy-Feeder-Route dafür habe und Marco eine ausrangierte Karpfenroute nimmt. Funktioniert aber genauso gut, von daher alles kein Problem. Wir würden mal sagen, ihr müsst nicht unbedingt für jede Angelei eine eigene Route haben. Man kann ja auch zweckentfremden und einfach für das nutzen, was man gerade machen möchte. So, also nichts Neues, 3,90 Meter lange Heavy-Feeder-Route, 240 Gramm Wurfgewicht, 6000er Rolle. Ne, ihr seht schon, die rote Schnur, das ist die 30er Mono, die ich immer als Schlagschnur habe. Und die Hauptschnur ist eine 010er geflochtene. Nehme ich am Fluss ganz gerne, aber eben mit Mono als Schlagschnur, damit ich eben ein bisschen Dehnung habe. Ja, so viel dazu. Übrigens mag ich Korkuchen ganz gern. Und lasst euch sagen, eine Heavy-Feeder-Route, oder eigentlich eine Feeder-Route ist nur eine Feeder-Route, wenn der dreckig ist. Saubere Routen taugen nichts. So, dann muss ich aber noch ein bisschen einkurbeln. Piep, piep, piep. So. Was? Also Mono. In the blue sky seht ihr die. Anti-Tangle-Boom. Ja, wiederholt mich auch nur lange Teil nach unten, damit das Vorfach eben gestreckt wird und am Korb außen drumherum geht. Ja, das hält das Ganze so ein bisschen vom Korb weg. Da habe ich eine Perle als Knotenschutz, ein Wirbel und eben ein, ja, ich sag mal 30 cm langes Vorfach, so 0,25er. Da habe ich in der Vergangenheit auch gelernt, da ein bisschen schwereres zu nehmen, also dickeres zu nehmen, weil wenn doch mal Karpfenbarbe einsteigt, braucht man ein bisschen Rückgrat. Dann hier ein Tuna-Dumbbell, 8 mm und einen schönen Haken. Das habe ich wieder am Schräubchen hinten drauf gesteckt. Ja, der Futterkorb, in dem Fall 80 Gramm, reicht bei der Strömung von heute, ist randgefüllt mit Futter. Ja, wir bringen jetzt ruhig noch ein bisschen mehr Futter rein, weil wir sind jetzt im Herbst und die Fische bereiten sich so langsam für Winter vor. Zumindest ist so unsere Denkweise. Ja, das geht jetzt wieder raus, auch so wie ihr es kennt, Richtung Mitte oder nicht ganz Mitte, dass der Futterkorb sich an der Strömungskante legt. Ja, da wird die Route hochgestellt, Erkennung über die Spitze. Und dann hoffen wir mal, dass wir auch den einen oder anderen schönen Fisch fangen können. So, gerade haben wir schon schön gegessen. Pizza. War super lecker.
Ja, also, bis dann. Was machst du denn da? Sieht man's? Das ist ein Eagle-Hotel. Was ist denn das da? Was? Na, was hast du da gemacht? Das ist ein Eagle-Hotel. Wir sind im Herbst. Wo hast du das gelernt? Dass man sowas macht? Galileo. Check das ab. Beim Galileo. Gut. Ein Mann Abdallah. Wie ist das so? Ich weiß nicht, wie der heißt. Gut. Irgendwas mit Abdallah. Das war eher. Das ist Peter. Hast du noch Laub? Oh. Ach, deine auch schon, ja. So, ihr musstet ein Video warten, um diese euch wieder zu zeigen. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Surprise, surprise. Bream. Da ist er. Halben Meter, Fuffi. Standardsgemäß die Größe hier. Dumbbell, kennt ihr, Fotokorb, kennt ihr. Gucken wir mal. Es läuft auf jeden Fall jetzt schon besser. Zwei Fische auf der Habenseite zum letzten Mal am Tag. Also auch zur späteren Jahreszeit im Jahr doch noch aktiv. Schön, freut man sich als ersten Fisch des Tages. So, auf die Stelle bringen wir jetzt noch ein bisschen Boilies. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich bin auch so ein bisschen einmal die, die ich auch als Hakenköder nehme. Also nicht runterfallen. Und dennoch ein bisschen was Fruchtiges aus dem Sommer, ein paar Reste. Eben habe ich erzählt, ich nehme nichts Fruchtiges, als Hakenköder nicht. Aber wie gesagt, ich habe so ein paar Reste vom Sommer. Die werde ich jetzt nehmen. So zwei, drei Hände voll. Ach, das sind ja diese, sind die Farbe. Denn die Hakenköder. Denn noch Benoffi, auch ganz erfolgreich gewesen dieses Jahr. Ja, geht jetzt noch mit zur Stelle und da hoffen wir mal, dass der Bissanzeiger losrennt. Da lacht er. So, liebe Marco hat sich schon im Zelt bequem gemacht. Heizung werden wir wohl noch nicht brauchen, aber ein bisschen Zelt hält er dann doch die Körperwärme auch mal zusammen. Tja, schöne Barbe, schöner Brassel auf der Habenseite. Wir haben die Routen jetzt nochmal neu gemacht. Ihr seht, es ist dunkel, dabei ist es gerade mal kurz vor 5:30. Aber gut, so ist das halt im Herbst nach der Zeitumstellung. Ja, wie gesagt, Routen sind neu, zwei schöne Fische, Köfi, 20er Murmel, zwei Fiederrouten. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen Fisch noch fangen können. Prost. Das ist unmöglich, der Kerl. Ja, und mehr gibt's. Erstmal für den Moment nicht noch zu sagen, wir haben hier noch geschlabbert. Also viel Spaß
Daumen drücken und genießen. So Leute, guckt's euch an. Geiler Scheiß. Sag mal, 86? Hat er. 86, 87. Sogar, ja. Die müssen wir genau messen. 86. 86 hat er. 86, mach mal den Kopflacher aus. Warte, ich hab grad mal sehen. Alter. Freunde der Nacht. Marcel, ich hoffe, du wirst das Video sehen. Von der Monophilen. Von der Geflochtenen auf die Monophile. Es gab vorhin noch mal eine Änderung mit der Raubfischmontage. Ihr seht selber. Was hat man jetzt? 86 cm? Ja, 86. 86 cm Zander. Geschätzt locker 6-7 Kilo. Das ist so ein geiles Tier. Habe ich mein Leben noch nie gefangen. Boah, Wahnsinn. Ihr merkt es wieder. Ich bin sprachlos. Zander bei Nacht. Das ist so ein Apparat. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt komplett drauf haben hier. Ja, warte, ich mach mal das Licht ein bisschen weniger. Guck mal, mal hoch hier, der Kollege. Geil. Schön. Danke für den Moment, wie Robert immer sagt, ne? Petri, mein Lieber. Petri. Sehr schön. Und danke für die Hilfe, ja. Geil. So, jetzt lassen wir schnell zurück. Ja. Damit er viel Nachwuchs produziert. So soll es sein. Das ist echt hell, ne? Was? Echt hell, ne? So. Ja. Ich denke, mehr muss man dazu nicht sagen. Also für meinen Teil, der Kracker-Scheiß. Ich habe eine schöne Bar gefangen. Aber ey, die dürfen wir nicht verachten. Die war auch ordentlich, ja. Ich bin selber, obwohl ich jetzt, bin immer noch sprachlos, aber. Ja. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Robert. Dein langer Weg zum Zander. Ja. Robert sagt es genau richtig. Er sagt es genau richtig. Ihr habt schon in einigen Videos gehört, bis auf Köderfisch. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo geringe Teile immer falsch gemacht habe. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Videos richtig viel dazu gelernt, richtig viele Dinge auch umgesetzt. Ob du den Haken nur vorne oder hinten setzt, ich weiß es nicht, was jetzt nur das Richtige war. Ich weiß jetzt, wie ich den Fisch gefangen habe. Und ihr habt ihn gesehen, ich habe jetzt wahrscheinlich den richtigen Weg gefunden. Sei es drum, da will ich gar nicht mehr drüber reden. Es hat funktioniert, ich will gar nicht mal auf den Biss eingehen, es war kein typischer Biss für die Größe, der das gerechtfertigt. Ihr habt den Fisch gesehen, ihr merkt die Euphorie, also ich hoffe, euch wird das Video gefallen, weil das war für mich definitiv jetzt schon das Highlight dieses Jahr fischtechnisch. Gibt das nicht dem wieder, was ich mit Robert dieses Jahr schon erlebt habe, ihr habt das selber gesehen. Ne? Es freut mich natürlich jetzt noch umso mehr, dass ich jetzt zum Ende des Jahres auch nochmal einen schönen Fisch präsentieren konnte, weil das hast du ja den ganzen Jahr jetzt schon über gemacht und ich war öfter schon abstinent, aber nee, so ist es nun mal, wir müssen alle zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten und deswegen jetzt nochmal als Abschluss von mir, ich will mich jetzt nicht verabschieden, weil wir angeln bestimmt nochmal dieses Jahr, aber ihr merkt es mir an, es liegt nicht am Alkohol, sondern einfach nur, weil es ein schönes Tier war. Das machen wir jetzt danach noch, also wir haben schon beiseite gestellt, das werden wir uns jetzt auch noch gönnen, aber also wieder, ich bin selber auch noch sprachlos. Mich freut es ungemein für Marco, weil ich ja selber immer live dabei war, wie lange er das, also wie viele Gedanken er sich gemacht hat. Wirklich dieser lange Weg jetzt zu dem Zander, 86 cm. Absoluter Wahnsinn, absoluter Traumfisch. Also ich hatte so viel Angst, auch dass ich beim Keschern irgendwo da, völlig egal. Wie gesagt, ich bin selber auch noch sprachlos. Das war einfach, mich freut es ungemein, unendlich doll für dich, dass das geklappt hat. Danke für das Geld. Du hast echt einen geilen Job gemacht. Ne? Ist ja so. Ich bin völlig sprachlos. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes erzählen, aber das ist mir jetzt. Ich habe das vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, genau. Wir hatten nämlich vorhin noch diskutiert, weil Marco hat nämlich einmal einen Köfi hinten am Schwanz festgemacht. Der war da weg. Und dann hat er wieder reingeworfen, wieder am Schwanz. Aber er dachte, vielleicht machen wir mal einen Kopf fest. Ne? Natürlich der Klassiker durch den Oberkiefer. Fisch war da. Vielleicht war das der Schlüssel zum Erfolg. Man lernt bloß aus Dingen, also beziehungsweise man lernt bloß aus Fehlern. Ob das nun ein Fehler war, den am Schwanz zu positionieren, den Haken, oder ob das jetzt der richtige Weg war am Kopf, bildet euch selber eure Meinung. Jeder macht das anders, jeder kann so machen, wie er es möchte. Los! Ja, unser Sponsor. Nein, Spaß. Aber unser Lieblingsgetränk, falls ihr uns mal was schicken wollt, Uri. Nehmen wir gerne an, ja. Nee, alles insgesamt, ihr habt das letzte Video gesehen, ihr habt das Video heute gesehen.
Also wer unseren Kanal nicht abonniert, ist glaube ich selber schuld. Ne? Also wir tun glaube ich eine ganz große Facette abdecken, ob Fried oder Raubfisch. Mittlerweile kann man das so sagen, glaube ich. Ich ja. möchte jetzt nicht abheben, aber es ist gerade einfach schön. Es ist schön, ja. Genau. Wir genießen den Moment wieder. Wir werden jetzt hier einpacken, uns das gönnen. Und Markus sagt, wir haben dieses Jahr so viele verschiedene Fischarten gefangen, die wir auf der Liste hatten. Das hat so viel funktioniert. Wir haben jetzt Anfang November, also selbst in der Jahreszeit, mega. Geht angeln, geht ans Wasser. Solche Fänge sind möglich. Ne? Von zu Hause aus fangt er nichts. Und ich denke, jetzt reicht's auch. Komm. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie wir haben ein neues Licht, wie ihr seht. Es hält bis zum Ende bei 9 Grad Celsius. Das ist besser als Solarium. Richtig, wir haben neue Akkus. Auch nochmal danke an denjenigen, der weiß, wer gemeint ist. Und ja, damit soll es das gewesen sein. Also danke fürs Zuschauen. Definitiv. Und bis zum nächsten Biss. Tschüss. Ja!